Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zu einer neuen Folge Let's Play. Was spielen wir denn heute? Hoppla. Chrono Trigger spielen wir heute. Und wir sind auf dem Weg, die letzten, extra Aufgaben zu lösen. Zum einen gibt es da den Rosttyrann noch. Dann gibt es noch den Sonnen- und Mondtempel. Oder was nur der Sonnentempel? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Und dann haben wir noch, Naja, das Roboterareal. Und dieses komische Schiff. Vier Dinger. Mal sehen, ob wir das alles hinkriegen. Eula, okay? Kind okay. Was, Kino? Nicht Kind. Lava ist gefallen. Reptiten weg. Gut. Aber jetzt kalt. Jagd schlecht. Aber Kino nicht aufgeben. Eula nicht sorgen. Kino überlassen. Ja, ist ja. Ich wollte eigentlich einkaufen. Wir brauchen nämlich Schutzrüstung für Feuer. Habe ich ein bisschen schlau gelesen, was wir am besten machen können. Die Rubinwesten. 50% vor Feuer, so wenig. Schutz vor Wasser, Schutz vor Schatten. Schutz gegen Feuer. Aha. Hätte ich mir mal im Hintergrund. Hast du denn was Neues? Ich Rüstung aus vielen Rubinen haben. Tauschen gegen 10-mal Rotblatt, Zahn, Horn, Feder. 10-mal. Gut, ich glaube, wir müssen ein bisschen kämpfen gehen. Wir wollen eine kleine Extra-Folge, nicht? Ist ja kein Problem. Hauptsache, wir werden noch hier fertig mit den ganzen Sachen, ne? Gucken wir mal, was wir da machen können. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Zeug. Wir brauchen viel Zeug, dann machen wir heute eine Zeugfolge. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo wir das ganze Zeug herkriegen sollen. Schist. Was ist denn ein Schist? Sag es, wie es ist. Schist. Okay. Muss ich das jetzt schneller spulen? Ich hoffe nicht. Sag es mir doch ins Gesicht. Paoehoe, was ist denn ein Paoehoe? Ach, erst war es ein Schist und jetzt ist es ein Paoehoe. Aoeo. Tut mir leid, ich bin ein bisschen übermotiviert heute. Aber ich hätte gerne Rotblatt und sowas gehabt. Wo finde ich denn diese anderen Sachen? Ich kann ja noch mal eins weiter nach rechts gehen, aber ich glaube nicht, dass es da sowas gab. Wo finde ich denn das Zeug? Ich schaue hier nochmal nach. Hier sind auch nur diese Chists. Nee. Ich glaube, ich sollte hier nicht weiterlaufen. Das bringt mich zeitlich jetzt auch nicht so weiter. Ich werde mal versuchen. Kann ich hier vielleicht ein Triple machen? Würde mich doch schwer wundern, wenn ich hier irgendwas mache. Wurf. Falkschlag. Genau, machen wir mal zwei fertig. Mal sehen, ob wir die mit einem Schlag kaputt machen. Ja, das müsste klappen. Sehr gut. Geben die jetzt mehr? Oh. Rotblatt. Aber Rotbrat. Rostbraten. Rostbratwurst ist das Einzige, was wir kriegen. Oh mein Gott, ich bin heute schwer übermotiviert. Ich habe mich ein bisschen Urlaub. Ich freue mich so, dass ich mal ein bisschen zum Zocken komme. Habe ich mich echt Bock drauf. Und ich will natürlich dieses Spiel möchte auch irgendwann abschließen. Das heißt, Motivation und Abschlussgedanke kombinieren, lassen sich wunderbar zu einem guten Let's Play kombinieren. Was? Wo? Ah ja, hier kriege ich Federn. Kratz, kratz. Der lebt noch. Wir müssen mal sehen, dass wir... was war das? Was war denn diese Zeit da eben? Wir müssen sehen, dass wir relativ viele Löffel schaffen. Damit, ich vermisse Monster.
Oh. Damit die besser im Level werden, damit es einfacher wird. Komm, ich soll jetzt mal spulen? Nee, oder? Man hat schon 999. Kann es sein, dass das Maximum ist? Sind 50 Level vielleicht das Maximum? Wenn ja, dann ist das ja ganz schön schwer. Ich hoffe nicht. Natürlich. Endlich. Ich spule mal ein Stückchen. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was wir bekommen haben. Ups. Geht's hier auch lang? Nee. Vielleicht ist hier noch irgendwo eine Pille oder so. Oder irgendwas, was wir vergessen haben aufzuheben. Wir müssen heute leider ein bisschen extra Arbeit machen. Ich kann ja die Folge ein bisschen länger machen. Dann... Ja, das ist mal so ein zweischneidiges Pferd. Ein zweischneidiges Pferd. Dann ist das einerseits nämlich ein bisschen weniger Aufnahmefolgen. Andererseits guckt man halt eine Folge ein bisschen länger. Ja, das ist dann so, ne? Ich glaube, der Startbildschirm war doch noch am besten. Da kriegt man jedenfalls schnell Zeug. Na, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ah, ich spule noch mal ein Stück. Techpunkte, Rotblatt, Zahn. Sehr schön. Aber ich muss ja dann nachher auch wissen, was ich hier eigentlich mitnehmen soll. Also, wenn ich mir bei dem Händler gegen 10 alles Mögliche holen kann, dann will ich ja wissen, was ich mir holen kann. Und hier müsste ich die eigentlich nochmal buddeln lassen. Ich war ja noch gar nicht überall drin. Hier unten links irgendwo. Kommt, Mädels, macht mal ein bisschen was. Ich versuche mal, die nicht anzugreifen. Oder kann ich hier noch einen Panzer bekommen? Wenn es hier noch irgendwo einen Panzer gibt, dann nehme ich den auch noch mit. Der ruckelt sich da unten durch. Da muss ich, glaube ich, nicht lang. Ich folge einfach mal dem Letzten. Ich könnte schwören, dass wir hier noch nicht alles haben. Okay. Plöpp. Ich weiß, wir waren hier natürlich schon überall. Und könnten theoretisch auch schon den Boss machen. Der wäre relativ schwer zu dem jetzigen Zeitpunkt. Aber wir wollen noch diese Zusatzaufgaben machen. Die sind sogar sehr schwer. Und dafür will ich mir besondere Rüstungen holen. Rüstungen, die mir Schutz vor Feuer geben, zum Beispiel. Und das können wir am ehesten hier machen. Aber dafür müssen wir erst Rotblatt, Zahn, Feder und so einen ganzen Kram sammeln. Deswegen sind wir gerade hier und machen so ein paar Zusatzaufgaben. Jetzt warte ich nur gerade darauf, dass die Käfer hier fertig werden mit ihrem Rumgelaufen und sich mal ein bisschen durchbuddeln. Denn, soweit ich weiß, gibt es hier noch mehr Möglichkeiten runterzulaufen. Na los, komm schon. Wie es aussieht, will aber keiner mehr graben. Ich habe ja gehofft, dass sich die noch ein bisschen mehr durch... Oh, da. Okay, die sind beide nebeneinander. Das ist jetzt so schwer verdächtig. Den nehme ich. Hallo? Toll, genau da, wo ich schon war. Na los, dann machen wir ein bisschen zack, zack, zack. Oh, nein, 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 nein. Feder, Rotblatt. Ich dachte, ich wäre ja noch nicht gewesen. Da ist noch eine Kiste. Komme ich da hin? Mal ein bisschen spulen. Das war ein bisschen beschleunigt, ne? Hier ist ein Hauch von nichts.
Wie waren diese 5-3 Reptiten, die hin und her gelaufen sind? So, Zahn- und Brotblatt. Da müsste ich doch bald schon alles zusammen haben, oder? Die sind zum Glück alle relativ einfach. Wo geht's hier lang? Da geht's nach oben. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich hin will. Ich suche eigentlich nichts Bestimmtes. Ich will bloß, ich will bloß Punkte kriegen. Ich will diese Rotblatt und Feder und was es nicht alles gibt, das will ich alles haben. Und für uns eine schöne Rüstung oder am besten 3 holen können. So, ich werde mal die hier ausprobieren. Die Loch. Die Grube. Schon wieder daneben gesprungen. Na los, kämpf mal ein bisschen. Geht's weiter? Nein. Na los, machen wir auch noch fertig. Der ist gar nicht so schlecht. Hat immerhin einen Zahn liegen gelassen. Ich frage mich nur, warum die immer nur einen fallen lassen. Also wenn das jetzt eine Pflanze ist, dann hat die bestimmt nicht nur ein Rotblatt. Oder wenn es, na, ihr wisst, was ich meine. Wenn es ein Saurier ist, hat er bestimmt nicht nur einen Zahn. Oder der Vogel hat nicht nur eine Feder. Sondern die haben ja alle irgendwas. Oder der hier hat auch nicht nur einen Zahn. Jedenfalls beißt er so, als hätte er mehr. So, da spule ich auch nochmal vor. Ich will das ja nicht alles so lange wirken lassen hier. Das soll ja keine überlange Folge werden. Und dennoch müssen wir noch ein bisschen nachgucken. Es gibt ja immer noch 2-3 Sachen, die ich gerne holen möchte. Und wenn es nun Äther ist, in der Kiste ist. Aber dann haben wir diese Ecke wenigstens fertig und gleichzeitig ein bisschen mehr an Federn und so einen ganzen Krams gesammelt. So. Psst. Gut, hier war also nicht richtig. Dann spule ich doch mal ein Stückchen. Vielleicht buddeln ja hier rechts nochmal. Hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder? Buddeln jetzt etwa an verschiedenen Stellen? Wir haben doch vorhin woanders gegraben. Da. Den will ich haben. Was ist das? Äthermedium. So, Angriff. Techpunkte, Feder, Rundblatt. Male wird aufgestuft. Wie konnte das denn passieren? Psst. Ah, da geht's nach rechts auch noch irgendwo weiter. Oh, ist noch eine Kiste. Rubinweste. Ach, guck. Das sind, glaube ich, die wir theoretisch auch brauchen. 3-mal schützen die uns 50% vor Feuer. Aber 50% reicht mir nicht. Eigentlich brauchen wir mehr. Es gibt bestimmt bessere. Wir sollten mal sehen, was der für uns für Angebote macht, wenn wir jetzt ihm, 10 Rotblatt, 10 Federn, 10 Zähne und was nicht alles geben. Deswegen spule ich das hier ein bisschen vor und mache ein bisschen schneller die Kämpfe durch. Weil die sind echt nicht schwer hier. Ich könnte natürlich jetzt auch versuchen, meine Kleinen noch ein bisschen aufzuleveln. Das heißt, die anderen Chars noch ein bisschen rausholen. Vielleicht mache ich das gleich noch. Mal sehen. Wer fehlt dann da noch? Wir haben alle 43. 42, 42. Okay, dann nehmen wir Robo und Luca mit rein. Nee, Dekar darf schon mit. Also ich. So, ich habe aber gesehen, dass da noch was fehlt. Vielleicht können wir irgendwie auf die rechte Seite nochmal runterhüpfen. Bin ja beruhigt, dass das so schnell geht. Dank der Vorwärtsspulerei. Ich glaube, den will ich schon nehmen, aber ich spule mal ein Stückchen vor. Vielleicht ist hier rechts noch irgendeiner. Die ignorieren mich sogar. Und wie lange die brauchen, bis sie irgendwo mal. Ah. Nehmen wir trotzdem den rechten. Ich glaube, da passiert sonst nicht mehr viel. Hier waren wir schon. Interessant. Und wie. Ah, ich muss die buddeln lassen. Ah, ich muss die buddeln lassen, natürlich. Ich muss die buddeln lassen. Weil dann kommen wir da rechts vielleicht noch runter.
Dann mache ich das gleich nochmal. So, warte mal. Versuchen wir das doch gleich nochmal. So habe ich wenigstens eine Ausrede, hier noch ein paar Rotblatt und Tralala zu sammeln. Wie viel haben wir denn schon von dem Graben? Ich kann ja mal gucken gerade. Sortieren. So, schauen wir nochmal. Da. 14 Federn, ein Horn, 11 Zähne, 17 Rotblatt, das ist alles viel zu wenig. Ein Horn, wo kriegen wir denn Hörner her? Wer gibt Horn? Vor allem ziehen die auch so wenig ab. Wer gibt Hörner? So, also nochmal von vorne. Zuerst muss ich den rechts buddeln lassen. Und in der zweiten Etage muss ich dann nochmal auf die Käfer warten, dass die noch mehr buddeln. Der hat wieder einen Zahn fallen lassen. Soll ich den hier unten mal ausprobieren? Na komm, grab mal. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich spul das einfach mal. Etwas Glück. Ne, die laufen einfach nur. Die machen auch gar nichts. Wie soll ich hier denn sonst rechts weiterkommen? Klonk. Ich würde gerne. Das würde ich auch gerne mal machen. Nämlich ein bisschen Leben auffüllen. Hier. Heilstrahl. Und Angriff. So. Ich glaube, dann hätte ich doch den unteren nochmal versuchen sollen. Wie soll ich denn da rechts langkommen sonst? Es sei denn, es gibt noch einen anderen Weg, wie ich dann irgendwo anders wieder nach oben komme. Glaube ich aber nicht. Also ein letzter Versuch. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... Ich weiß, heute habt ihr nichts Neues gesehen, aber ich glaube, ich werde die Folge auch dementsprechend nennen, dass es hier alles nur gesammelt ist. Prähistorische Sammeleien. Ja, das ist ein guter Name. So. So, ich weiß das noch. Zahn und Rotblatt. Letzter Versuch. Wir gehen also nochmal hoch. Und lassen uns dann irgendwie unten runterfallen. Dafür müssen wir mal hier vorbei. So, ich mag das ja, wenn die Kämpfe so schnell fertig sind. So, die lasse ich mal alle buddeln. Die sind ja fleißig. Haben die eigentlich ein Haben die eigentlich ein sicheres Ziel oder machen die das jedes Mal anders? Wo sie gerade lustig sind. Ich glaube tatsächlich, die machen das nur so, wie sie gerade Laune haben. Wisst ihr was? Dann gehen wir hier rein. Ein Tonic. Ja, cool. Das war, glaube ich, sogar genau richtig. Ich glaube, das war genau der richtige. Ja. Okay. Nee, doch nicht. Ja, wie kann man denn da reinkommen? Da habe ich aber echt langsam keinen Plan mehr. Könnte ich mir natürlich die komplette Lösung daneben legen, aber das ist mir dann auch zu einfach. Ach, Horn. Ich glaube, ich weiß, wo ich Horn kriege. Dafür müssen wir wieder raus hier. Mal sehen, ob es hier oben irgendwo lang geht. Speichern? Ja, kann man machen, ne? Komme ich hier irgendwo durch? Raus? Weg? Jetzt sind wir hier wieder. Ich glaube, ich muss durch den Wald zurück. Ja. Der Wald war ja ein bisschen verwirrend, ne? Hier kann ich aber noch die ein oder andere Feder holen. Wenn es hier nochmal diese komischen Vögelchen gibt. Oder sind die jetzt wieder ganz weg, die Monster? Weil ich hier schon mal war und alles bekämpft habe. Die müssen noch Horn geben, oder?
Die geben Horn. Ah, okay. Dann weiß ich auch, wo wir die bekämpfen können. Nämlich an der allerersten Stelle, wo wir die Prähistorie gesehen hatten. Das müsste doch... Auf jeden Fall ist das die falsche Seite der Karte. Müssen wir woanders nochmal hin. Das ist ein komischer Affe. Seit wann haben Affen eigentlich Flügel? Na, hier lang. Darüber. Hier runter. Natürlich. Ich spule das vor, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. So. Hallo? Sammelleien gehören manchmal auch dazu. Ich hätte das natürlich auch offline machen können, aber ich wusste bis eben noch gar nicht, was ich heute eigentlich machen will. Das hat sich jetzt alles so spontan ergeben. Wie komme ich hier eigentlich wieder weg? Ich suche erstmal einen Weg, wie ich wieder zurückkomme. Und dann sage ich der Folge auch langsam mal Tschüss. Hier lang? Nee. Da? Bestimmt. Ja, typischerweise verlaufen. Wunderbar. Hier? Was? Ja. Hier sind Vögel? So, die Karte wird aufgestuft. Wie konnte das denn passieren? Ah, hier sind wir richtig. Hier? Nee. Boah, wo geht's denn nach Hause? Hä? Nee. Wisst ihr was? Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Und werde noch ein bisschen sammeln. Wir sehen uns dann das nächste Mal vor dem Händler wieder. Wenn ich genug Horn und Federn und was nicht alles gesammelt habe. Dann würde ich sagen, mache ich ein kleines Päuschen. Wir sehen uns dann nachher wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Chrono Trigger. Bis dahin, tschüss.